Hallo, mein Name ist Mathilde, ja, und ich bin 50 Jahre alt. Ich bin auch Steuerberaterin und im Moment bin ich professionelle Bingo-Spielerin. In meiner Freizeit beobachte ich gern, ja, Sachen, Autos, Menschen. Neulich habe ich einen Bus gesehen. Das war ein geiler Tag. Hallo, ich bin die Sabine, bin 40 Jahre alt und Altenpflegerin. Ja, und das ist ganz gut so, weil dann kann ich nämlich meinen Beruf mit meinem Hobby zusammen verbinden. Denn ich sammle Sachen von den Senioren und ich habe schon eine ganz große Gebisssammlung zusammen. Ich trage gerade einen Peter. Ansonsten stopfe ich ganz gern Tiere aus, was sich natürlich besser macht, wenn die erstmal tot sind. Ich bin die Lara, ich bin 35 Jahre alt und Malerin. In meiner Freizeit sammle ich Bibel. Ne? So. Und ich war auch ganz schnell fertig damit, weil es gibt ja nur eine. Und das war auch ganz einfach. Ja, ich bin sehr gläubig und ich male das, was Gott mir sagt. Ja, manchmal ist das etwas nervig, weil er nicht die Fresse halten kann, wenn ich dann einschlafen möchte. Ne? Ach so. Und Gott spricht wirklich mit mir, ja? Ich bin nicht verrückt oder so. Er hat mir die Augen geöffnet, ja? Und als ich damals in der Anstalt war, keine Sorge, ich bin nicht gefährlich. Ich bin in der Gang, in der Ostblock-Bitches-Gang. Und wer mir in die Quere kommt, kriegt sofort aufs Maul. Ich rappe gern und viel und bettel auch am Wochenende. Jo. Hier, mein neues Mixtape. Magst du Rap? Ich rapp dir was. Ich schwör's, Männer sind so fake. Die singen ein das Blaue vom Himmel und wollen dann nur was mit ihrem ekligen Penis machen. Klingt so, als wären Männer nichts für dich. Ja, was willst du denn machen, Mann? Gib dir nichts, nichts anderes. Was ist denn das? Glück. Also Wodka. Ich bin lesbisch.